Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollte ich euch die zwei Mediabooks vorstellen von Kill Bill Volume 1 und Volume 2. Die wertierten Mediabooks von 84 Entertainment. Genau, hier ist das Bein in diesen jeweils Quartersleeves. Ich liebe Mediabooks und Quartersleeves. Genau. Aus irgendeinem Grund, die waren jetzt, ja gut, für Media, die waren jetzt vergleichsweise günstig. Also günstiger, als ich es jetzt erwartet hätte. Normalerweise würde ich erwarten, dass solche Mediabooks inzwischen schon die 50 € kosten. Aber nein, die kosten jeweils 30 €. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig günstig, aber für solche Mediabooks so lange nach dem Release ist schon etwas ungewöhnlich. Genau. Sind zwar, die Motive sind recht typisch für die Filme, allerdings wirken sie zumindest auf mich gezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, ob 84 da extra Motive für die Mediabooks gezeichnet hat oder bereits andere Motive verwendet hat. Schaut jedenfalls unglaublich gut aus. Mein Lieblingsteil und auch einer meiner Lieblings-Tarantino-Filme, ich bin jetzt nicht der größte Tarantino-Fan, muss ich zugeben. Mein Lieblings-Tarantino-Filme ist der Kill Bill Volume 1. Ich finde ihn einfach, ja, noch viel dynamischer und interessanter als Volume 2. Ich habe jetzt die Discs hier rausgenommen, damit man dieses wunderschöne Artwork einfach sehen kann. Das ist durchgehendes Artwork. Ja, zu dem Film wurde schon sehr, sehr viel gesagt. Es gibt eine Sache, die jetzt meines Wissens nicht so ganz bekannt ist, nämlich die europäische Fassung, die auch hier jetzt vorliegt, beziehungsweise nicht die europäische Fassung, sondern die internationale Fassung. In der Szene, wo die Braut gegen die Crazy 88 kämpft. Also diese riesige Gang von Yakuza, diese Szene ist in der internationalen Fassung schwarz-weiß. Das ist ein ungewöhnliches Stilmittel, und sieht auch sehr, sehr, sehr cool aus und sehr stilisiert aus. Allerdings gibt es tatsächlich diese Szene auch in Farbe, und zwar in der japanischen Fassung. Ist die Szene einfach generell in Farbe. Der Grund, warum sie in Schwarz-Weiß war, ursprünglich, war, um die amerikanische Freigabe zu bekommen, R-Rating, weil ansonsten wegen zu viel Blut würde der Film den M-Rating, den gefürchteten M-Rating bekommen. Hier sind die Discs, das ist die DVD. Und hier ist die Blu-ray. Ich verstehe nicht, warum die japanische Fassung immer noch nicht irgendwo veröffentlicht wurde. Also es werden laufend Sammleditionen veröffentlicht, aber jetzt ohne die japanische Fassung. Aber na gut, man muss sich halt eben die japanische DVD bestellen, was ich auch tatsächlich gemacht habe. So, hier wieder ein durchgehendes Motiv mit Bill und der Todesliste, Volume 2. Ja, es ist ein Hommage an so viele Genres, so viele verschiedene Filme. Eine Liebeserklärung von Quentin Tarantino an die verschiedensten internationalen Filmgenres wie Italo-Western und japanische Yakuza-Action und Kung-Fu-Filme. Ist einfach so reichhaltig. Und auch eine gute Wahl, also den Film in zwei Teilen aufzuteilen. Also es wäre sonst ein vierstündiger Film, weil fühlt sich ja auch thematisch wie unterschiedliche Filme an. So, hier ist die Blu-ray.
Und hier ist die DVD. In Deutschland ist da außerdem noch eine große Collectors Box erschienen, Ultimate Fan Edition, die Black Mamba Edition, die ich auch habe, die würde ich vielleicht mal vorstellen. Es gibt noch eine schöne französische Box, die ich vielleicht auch mal vorstellen werde. Ja, Leute, das war's. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von den Filmen haltet, was ihr von Quentin Tarantinos Filmen generell haltet und was ihr von den wattierten Mediabooks von 84 Entertainment haltet. Es gibt zum Beispiel auch in Fight Club die berühmte Seifen-Edition, wo das Mediabook in Form von dieser berühmten Fight Club Seife ist. Hinterlasst ein Like, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschö!